Mein Name ist Lorenz Möschler, arbeite mit Ronny zusammen bei iMedias. Ich habe eine bzw. zwei Fragen an Sie. Wo ist Gabi? Lange Gesichter. Weiß jemand, wo Gabi ist? Hinter dem Simplon. Genau. Gabi hat auch einen eigenen Tunnel. Habe ich vorhin gesehen. Und weiß jemand, wo die meisten Nasen sind? Wo, in welchem Bach? Ja, im Rhein hat es früher viele gehabt. Ich weiß nicht, wo. Genau. Das ist eine Nase, heißt vielleicht Gabi, weiß es nicht. Und da hat es in der Tat hat es in Basel im Rhein die größten Laichgebiete, ist ein Fisch, der vor dem Aussterben bedroht ist, beziehungsweise eine seltene Art. Und das ist zum Beispiel etwas, was man mit diesem Kartenview des Bundes abrufen kann, wo eben zum Beispiel solche Laichgebiete von bedrohten Arten sich befinden. Es geht um diese Website geo.admin.ch. Geodaten des Bundes, nicht nur für Schulen, sondern das ist einfach eine Zusammenstellung aller Bundesämter beziehungsweise der Daten verschiedener Bundesämter, die für die Schweizer Bevölkerung gratis zur Verfügung gestellt werden. Es ist eine Website, keine Installation nötig und ist natürlich gratis. Das Geoportal des Bundes, es ist von Swiss Topo als Service Provider betrieben und wir von iMedias haben mit der Swiss Topo zusammen eben dieses Projekt Cool Maps, was wir hier betreiben. Es sind mehr als 600 Datensätze zu verschiedenen Themen auf diesem Kartenviewer zu sehen bzw. abrufbar. Das ist unterteilt in thematische Katalogen, 5 Sprachen, die 4 Landessprachen plus Englisch. Es gibt eine Desktop- und eine mobile Variante. Man kann die Karten drucken bzw. als PDF herunterladen und verschiedene Funktionen wie zum Beispiel Messen und Vergleichen darauf ausführen. Was kann der Kartenviewer? Und ich möchte hier dazu in eine andere, genau hier, möchte ich das so machen. Was kann das Teil alles? Basisfunktionen, zoomen, verschieben und so weiter. Das ist, glaube ich, kein Problem. Dann hat es eine sehr gute Suche, also eben Gabi. Wer nicht weiß, wo das ist, gibt in der Tat einen Ort am Simplon, wobei Ort ein bisschen übertrieben ist, das sind so einfach ein paar Häuser dort. Ebenfalls die Nasen findet man und zum Beispiel auch ein Ort, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass es einen Ort in der Schweiz gibt, der Käse und Brot heißt, aber den gibt es wirklich und findet man natürlich auch über diese beziehungsweise über diese Suche, da muss ich sehr wahrscheinlich das auf Deutsch eingeben und dann kriege ich... Oder? Echt? Du wohnst dort? So schreibt das. Gibt es so eine Bushaltestelle? Käse und Brot. Losgefahren. Voilà. Genau. Okay. Ja, genau. Das war also, aus, oben links. Genau. Ich habe das gestern gefunden und ich habe nicht gedacht, dass jemand dort lebt. Gut. Ebenfalls kann man zum Beispiel die Windgeschwindigkeiten, also es gibt so verschiedene Kartenlayers, diese Informationen, also Windgeschwindigkeiten kann ich da einfach eingeben und komme zum Beispiel hier für Windgeschwindigkeiten über 50 Meter Höhe ab Boden und kann dann mir dann anschauen, wo in der Schweiz es am zugigsten ist. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass es natürlich in den Alpen, auf den Bergen ein nicht immer laues Lüftlein weht, aber auch auf dem Chasseral ist es relativ zugig.
kann da reinzoomen, wir schauen, wo das ist. Sie sehen, das hat da so verschiedene Farben. Diese Farben, der eine oder die andere weiß es vielleicht schon, die indizieren oder zeigen irgendwelche Gewinngeschwindigkeiten an. Und mit den Legenden, die dazu sind, kann ich dann jeweils abrufen, wie diese Farben zu verstehen und zu interpretieren sind. Thematisch ist die ganze Sache in diesem Katalog organisiert. Das sind die verschiedenen Bundesämter sind aufgelistet, beziehungsweise zum Teil nicht alle natürlich. Und dann hat es noch verschiedene Themengebiete. Zum Beispiel das BAFU. Und beim BAFU finde ich eben dann wieder diese Nasen. Und zwar sind das hier diese Nasenlaichplätze. Und da hat doch jemand gesagt, sieh da vorne, das ist in Basel, beziehungsweise im Bach, im Rhein, hat es am meisten. Und auch hier sieht man, da hat es offensichtlich die größten Laichplätze, diese Nasen. Und das sind eben so Daten, die man hier abrufen kann. Ebenfalls ein interessanter, recht interessanter Datenlayer, das sind die 4G-Antennen. Die Antennenstandorte 4G. Das gibt dann ein recht lustiges Bild, wenn man sich das so anschaut. Da ist die Dichte relativ hoch. Man kann auch die 3G und die Funkantennen noch dazu anzeigen lassen und hat dann da eine recht bunte und lustige Pünktchenwolke ganz unterschiedlich über die Schweiz verteilt. Ebenfalls, was ich persönlich sehr interessant finde, sind diese Luftbilder, und zwar die Swiss Topo stellt Luftbilder zur Verfügung auf diesem Kartenlayer. Das sieht dann zum Beispiel so aus, das war etwas anderes, dass ich hier ein Raster habe von verschiedenen Luftbildern, da sind jetzt noch die Kernkraftwerke auch noch eingezeichnet. Ein Raster von verschiedenen Luftbildern, das sind nicht Satellitenbilder, sondern das sind die Bilder, die mit Flugzeugen gemacht werden und gemacht wurden, und da hat es verschiedene Jahrgänge, und das ist eigentlich relativ interessant, dass ich da zum Beispiel über dem Vierwaldstättersee verschiedene Luftbilder mit Jahrgängen von 1943, es gibt sogar noch ältere Luftbilder, die mir dort anschauen kann. Ich kann dann hier irgendwo draufklicken und hier erscheint dann ein Luftbild, das ich in einem anderen Fenster bzw. Tab anschauen kann und hier hineinzoomen kann. Die sind sehr gut aufgelöst, sind riesige Datenmengen, die da herunterkommen, und es gibt eine Mobile-Version von dem ganzen Tool, und ich möchte Sie einfach warnen, wenn Sie jetzt bei der Zugfahrt nach Hause da ein bisschen auf dem Kartenviewer herumsurfen. Ich habe letztens mal innerhalb von einer Stunde mehr als ein Gigabyte an Daten downgeloadet. Das hat dann mein Abo nicht so lustig gefunden. Das ist Leibstadt im Bau. Also es ist auch für eine gewisse, wie soll ich sagen, Spionageaktivität oder auch um Unfug zu treiben, hat das eine gewisse Relevanz. Das ist Leibstadt eben im Bau, der offene Reaktor. Da kann man sich ein Bild davon machen, wie das dort drin aussieht und wie das so platziert ist. Natürlich kann ich hier den Hintergrund wechseln. Also ich kann, hat es verschiedene Stile. Voilà. Und was ich ein super Tool finde hier, ist das Zeichnen und Messen. Und ich habe da mal etwas vorbereitet. Das ist meine Ankunft. Ist dort angeschrieben mit meine Ankunft. Dort bin ich heute Morgen in Bruck aus dem Zug gestiegen, bin dann hier rüber gewandert. Das war jetzt eine relativ kurze Wanderung von ja, genau. Doch, kommt. 244,36 Meter. Vielleicht sind es auch 245 Meter, weil ich den Punkt hier von diesem Vorlesungssaal nicht genau bestimmen kann. Sie sehen auch, dass ein Höhenprofil dass ein Höhenprofil angezeigt wird.
Das entspricht sicher nicht dem Höhenprofil, das ich heute eben gemacht habe, weil dies das mit der Unterführung so nicht funktioniert, sondern dass eher der Luftweg entspricht, dieses Höhenprofil. Was ich ebenfalls machen kann, ist einen Umkreis setzen. Also ich habe eine Messfunktion da auch. Das wäre die Luftlinie und wieder das Höhenprofil der Luftlinie. Und ich könnte jetzt mir eben auch sagen, ja, in diesen Luftlinien mäßig sind es etwa 200 Meter, also 198 Meter. Das ist hier unten angezeigt, wo ich im Radius von diesen 198 Meter sonst noch hingekonnt hätte. Wenn ich jetzt doch zu viel Angst gehabt hätte, diesen Vortrag heute zu machen. Ich kann dann die Fläche der pH berechnen, beziehungsweise ich kann mit diesem Tool messen, kann ich Punkte setzen und habe hier mal die Grundfläche von dem Gebäude abgezeichnet und das sind, wie Sie sehen, etwas mehr als 10.000 Quadratmeter Grundfläche. Und hat insgesamt einen Umfang von 589 Metern. Das sind alles so Zeichentools und Möglichkeiten, die ich in dieser Karte habe. Natürlich auch noch mit den Punkte setzen und dort irgendwelche Texte anschreiben. Ja, wenn ich irgendwo einen Rechtsklick auf das Bild mache, kommen relativ genaue Höhenangaben und Position bzw. Koordinatenangaben. Ich kann eine Karte teilen, und zwar über die bekannten Social Media Plattformen. Ich kann einen QR-Code generieren direkt und ich kann einen Link kopieren und den teilen. Das ist ein Permalink, der für alle Ewigkeit so bleibt. Und bei dem zum Beispiel das, was ich jetzt hier hineingezeichnet habe, auch immer so bestehen bleibt. Für die, die unterrichten, das ist eine praktische Sache, da kann ich irgendeine Karte für die Schüler und Schülerinnen vorbereiten und ihnen dann einfach den Link bzw. den QR-Code schicken und sie können dann direkt auf diese Karte zugreifen und auch dort ihre Anmerkungen machen und hineinzeichnen und was sie dann auch immer begehren. Ich kann eine Karte einbetten. Das generiert mir dann ein HTML-Code, also so ein iFrame-Code und kann ich irgendwo in eine Website einbetten. Sie kennen das vielleicht von YouTube-Filmen. Ich kann ebenfalls diese Karte drucken. Ich kann den Maßstab, den Ausschnitt kann ich wählen. Ich kann das dann als PDF, also ein PDF erstellen und das dann ausdrucken und so analog zur Verfügung stellen. Weitere interessante Funktionen sind zum Beispiel die Vergleichsfunktion. Und damit das wirklich klappt, habe ich das da mal vorbereitet. Sie sehen, dass hier verschiedene Bilder, Luftbilder miteinander verglichen werden können. Das obere bzw. die schwarz-weißen Bilder, die stammen von 1999. Die untere bzw. das farbige, das ist die aktuelle Situation. Es ist jetzt so, dass man sieht, es gibt nicht von 1999, gibt es nicht von überall Luftbilder. Das heißt, diese Funktion ist einfach ein bisschen eingeschränkt zu verwenden. Aber ich habe mir da mal vorhin nämlich diese China-Wiese ausgesucht. Die war ja in der letzten Zeit in den Schlagzeilen wegen der Vermüllung. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob es 1999 besser war. Und ich sehe da keinen Unterschied. Ja, es heisst ja immer, früher war alles besser, aber das ist jetzt hier irgendwie nicht so. Eine weitere Möglichkeit, die ich machen kann, das sind wirklich ganz alte Kartenwerke. Beginnt irgendwo bei 1900, bei 1800,
Schnell schauen. 1844 sind wirklich die ersten Karten, die man hier anschauen kann. Und da gibt es natürlich relativ spannende Möglichkeiten, zum Beispiel den eigenen Wohnort mit dem von früher zu vergleichen. Und ich habe hier die Möglichkeit, zum Beispiel die Stadt Bern, die Entwicklung der Stadt Bern anzuschauen in dieser Zeitreisefunktion. Kann die hier starten. Und jetzt sehen Sie, dass oben diese Balken sich nach rechts bewegt und nah diese Karten sich verändern und so eigentlich live angeschaut werden kann, wie sich eben Bern im Laufe der Jahre verändert hat. Von da gibt es eben noch keine Luftbilder, darum ist das alles nur gezeichnetes Kartenmaterial. Ja, ich habe schon gesagt, es gibt eine mobile Version, es gibt auch eine Offline-Version. Also ich kann auf den Mobile-Geräten kann ich Karten herunterladen. Die kann ich zum Beispiel beim Wandern brauchen. Es ist aber nicht GPS unterstützt, also das blaue Pünktchen, das Sie auf Google Maps oder OpenStreetMaps finden, das fehlt dann hier. Da müssen Sie sich dann selber durch die Berge navigieren und ungefähr wissen, wo Sie sind jeweils. Es gibt eine 3D-Version, die ist ebenfalls sehr datenreich, was da kommt. Und ja, das wäre das für den Moment für diesen Kartenviewer. Ich komme zurück zu meiner Präsentation. Und zwar geht es jetzt eben um dieses Projekt School Maps. Wie schon gesagt, School Maps ist eine Zusammenarbeit mit Experten der Medienpädagogik, verschiedenen Fachdidaktiken und Leuten der Swiss Topo. Und da sind im Laufe der letzten 2 Jahre sind Unterrichtseinheiten entstanden, die sich jetzt eben auf schoolmaps.ch befinden. Im Moment haben wir eine Community mit etwa 160 Lehrpersonen, die sich dafür interessieren. Es finden regelmäßig Workshops und Weiterbildungen statt, obwohl die Regelmäßigkeit nicht sehr häufig ist, aber es ist regelmäßig. Im Moment bin ich daran, Leute zu suchen, die mit mir zusammen Unterrichtseinheiten zu Umweltthemen entwickeln. Das heißt, im Rahmen dieser BAFU-Datensätze eben Unterrichtseinheiten entwickeln. Und wenn Sie Lust haben, nehmen Sie doch einfach Kontakt mit mir auf. Die E-Mail-Adresse ist sicherlich verfügbar bei den Unterlagen auf der Open Education Days Website und sonst können Sie mich natürlich auch persönlich ansprechen. Ich bin sicher noch bis nach dem Mittagessen hier. Wenn Sie sich dafür interessieren, Newsletter abonnieren auf der Website. Die hat 3 so Themenbereiche. Das ist das eine, der Unterricht. Dort finden Sie diese Unterrichtsbeispiele und Unterrichtsskizzen. Sie haben einen Reiter Kartenviewer, dort werden immer die neuesten Datenlayer vorgestellt. Wenn sich irgendetwas in der Navigation ändert, wird das vorgestellt. Und was sich ebenfalls auch für den Unterricht eignet und was neu ist. School Map selber, dort finden Sie Informationen zum Projekt selber. Anwendungen für den Unterricht gibt es nicht nur in der Geografie, wie man das vielleicht mit Karten so vermuten würde natürlich. Da gibt es Möglichkeiten in der Mathematik, mit Höhenprofilen zu arbeiten und dort Steigungen zu berechnen aufgrund dieser Höhenprofile. Zum Beispiel des eigenen Schulweges. Natürlich für das Fach Räume, Zeiten, Gesellschaften und ich spreche mit den Fachbezeichnungen des Lehrplan 21, für die, die nicht so sich da sicher fühlen. Das ist das, was früher Geografie und Geschichte hieß. Das bietet sich natürlich diese Zeitreise zum Beispiel an und Sie sehen, da hat es einen Datenlayer, da geht es um Eiszeit, also wie viel Eis das in der Schweiz wo gelegen ist. Das ist sicher eine recht interessante Angelegenheit. Dann die Luftbilder natürlich, die alten Karten, wo man zum Beispiel die Juragewässerkorrektion sehr gut sichtbar machen kann.
historische Vergleiche, auch klimabedingte Entwicklungen, wie zum Beispiel der Motorradgletscher, der doch in den letzten Jahren relativ stark sich zurückgezogen hat. Das ist auch für das Fach Natur-Mensch-Gesellschaft relevant. Da hat es interessante Datenlayer, zum Beispiel zur Sonne, zum Windenergiepotenzial oder auch zur Sonnenenergie. Da ist dann wirklich minutiös jedes Dach eingezeichnet, wie groß das Sonnenenergiepotenzial da ist. Und hier ist Rot ist sehr gut und Gelb wäre dann nicht so gut. Ebenfalls das neue Fach Wirtschaft, Arbeit, Haushalt. Da hat er sicher einiges an interessanten Datenlayer, zum Beispiel, woher der Emmentaler kommt. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit.